Alle müssen ran, Dschungelstars kriegt der Sterne. Im Dschungelcamp wird es wieder rutschig. Cosimo Ciccolo, 41, Luigi Birofio, 23. Jolina Mennen, 30, Jamila Robe, 55, und Lukas Cordalis, 55, befinden sich auf der Zielgeraden. Am Sonntagabend wird das große Finale der beliebten TV-Show ausgestrahlt. Zuvor müssen jedoch noch zwei Camper die Sendung verlassen. Heute Abend müssen sich die Stars jedoch nochmal in einer Prüfung beweisen, die Camper müssen zum Krieg der Sterne. Dschungelcamp-Fans kennen die Prüfung, bei der es rutschig zugeht, aus den vergangenen Staffeln. Die Kandidaten müssen auf einem glitschen Untergrund Sterne transportieren, während sie mit Bällen beworfen werden. In der RTL-Vorschau ist zu sehen, keiner der Camper kann sich so richtig auf den Beinen halten. In der Prüfung können die Promis Sterne erspielen, um kurz vor dem Finale nochmal was Ordentliches in den Magen zu bekommen. Wer an der Prüfung nicht teilnehmen wird, ist Papi Slovedaj, 46. Das Model musste die Show kurz vor dem Finale verlassen. Wie erging es dem ehemaligen Promi Big Brother Bewohner nach seinem Exit? Papis habe im Hotel erstmal geduscht und seinen Körper gepeelt. Danach habe er sich eine Tüte gesalzener Erdnüsse gegönnt, erzählte er gegenüber Promiflash. Es ist gefühlt 100 Jahre her, dass ich Salz gegessen habe. Ich habe die Tüte innerhalb einer halben Minute gegessen, maximal 2 Minuten, meinte er. Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL+.